Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer bietet mehr mit einem aus dem Team Pete's Meat. Das heißt, wir können heute wieder ein fantastisches Two-on-Two machen und eine Teamverteilung, die wir schon länger nicht mehr hatten, weil ich habe extra nachgeguckt, ist Bram und Sebastian spielen zusammen und Jay und Jonathan. Ich mache den Schiedsrichter, Peter, ist okay. Jay und Jonathan, unschlagbares Team. Jay und William und Moritz und Chris. Peter, ich lebe ihn einfach zurück und dann lasse ich Jonathan und Jay einfach mal machen. Ja, nee, mach das mal lieber nicht, ich bin super schlecht. Der Gott ist auch allwissend, das wäre unfair. Also ich verstehe ja, deswegen nehmen wir Jay mit seinen verschiedenen Persönlichkeiten. Ah, Jay und Jonathan, sehr gut. Guter Start in die heutige Folge. Die listen mir jetzt die 30... erfolgreichsten Wrestler der WWE. Da ist Jay und Jonathan am Start. Das ist nicht die erste Kategorie, denn auf die dürft ihr jetzt klicken. Wir suchen die 25 James Bond Filme von 1962 bis 2021. Das hatten wir bei Ordnungshüter mal. Scheiße, hätte ich mir das mal gemerkt. Das wäre 25? Okay. Ihr habt 5 Minuten Zeit, um zu sammeln und euch zu beraten, mit welchem Beat-Angebot ihr gleich starten wollt. Ich verschiebe mal Jay und Christian. Ja, mach mal. Deutsch und Englisch ist egal, ne? Ja. Okay. Golden Eye, Casino Royale. Achso, okay. Funkstück, Quantum Trost. Stirb an einem anderen Tag. Ist der neue, der Morgen stirbt nie? Der Morgen stirbt nie? Ja, der ganz neue James Bond. Ja. Du Frage. Morgen stirbt, nee. Aber Morgen stirbt nie klingt irgendwie komisch. Also kann tomorrow sein. Tomorrow never dies. Ja, nimm das. Ja, aber ich meine der ganz neue, den meinte ich eigentlich. Ach so. Ist es nicht Tomorrow never dies? Nein, Tomorrow never dies ist mit Pierce Brosnan. Ah ja. Der neue mit Billie Eilish hier, wie heißt denn der? Genau, No Time to Die, so. Nimmst du das? So, und dann gibt's noch den Goldfinger. Der Spion, der mich liebte. Ist das Goldfinger? Ist Goldfinger nicht Austin Powers? Nee, das ist Goldständer. Ah ja, stimmt. Ja, stimmt. Dann Goldfinger. Aber ist das nicht das ist die Parodie von Goldfinger? Der ist auch Goldfinger, oder? Doch, Goldfinger müsste dann heißen, ja. Ihr habt nur 3,5 Minuten. Auftrag der... Waren das jetzt alle die von... Ich schmeiß mal Pussy ein. Pussy? Octopussy. Ach, Octopussy. Ja, Mann. Ja, aber ich weiß nicht, waren das alle mit Pierce Brosnan? Ich hab... Eins, naja, zwei, der hat ja eine kurze drei, Zeit Pause vier. Gehabt und dann kam ja wieder einer. Ich meine, ich hätte... Meine, das wäre lass es mal Feuerteufel aufschreiben. Ich glaube, so ähnlich hieß einer. Also, vielleicht fällt uns ja dann noch was ein. Okay. Aber den kann man vielleicht nicht mitzählen. Ja, dann schreiben wir Feuerteufel. Ihr habt noch 3 Minuten. War nicht der? Oh, Peter ist da. Hallo, Peter. Hallo. Peter, das sind alle Bonds-Filme, hast du so, ne? Deswegen, wir waren uns unsicher, ob, weil da steht bis 2021 ist aber inkludiert. Also der neue, der jetzt kommt hier. 2021 ist inkludiert, das okay. Jahr, genau. Von 1962 dann, bis 2021. Dann dürfte der dabei sein. Welcher hatte noch hier Roger Moore? War das der Spion, ne? Der Spion, der... Gibt's nicht auch Liebesgrüße aus Mord? Achso, da hast du schon aufgeschrieben. Ja, hab ich schon aufgeschrieben. Oh Mann, ich bin so hilfreich. In tödlicher Mission war Roger Moore unterwegs. Alter, so krank, ey. Wie du alle kennst. Heftig. Ja, hilft die Collectors Edition zu haben mit allen James Bond-Filmen. Das ist nice. Aber ich krieg nicht mehr alle zusammen. Welche fehlen dir denn? Ja, kann ich dir da helfen?
Ich überlege gerade, wie ich dir helfen kann. Wenn du mir jetzt sagst, welche fehlen, wäre gut. Also Sean Connery, Hasche, Timothy Dalton. Hieß der nicht auch so? Einer von denen? Ja, der Amerikaner. Genau, dass er nicht der so nur einen hatte oder sowas. Ja, 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 aber wie ist denn nochmal der Film von dem? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Wer war denn vor Pierce Brosnan? Roger. Roger Moore? War das nicht Timothy Dalton? Ja, kann also sein. Also davor war Roger Moore. Kann sein, dass der da. Also Roger Moore war auf jeden Fall vor Pierce Brosnan. Ob der jetzt direkt davor war, weiß ich aber nicht mehr. Okay. Ihr habt noch eine Minute. Ja, warte mal, wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4. Ihr habt noch eine Minute. Goldständer bei Goldfinger. Boah, scheiße, ich weiß gar nicht, wie heißen die an. Wie heißen denn. Wie heißt denn der erste aus den Powers? Ich dachte, darüber können wir vielleicht noch einen zwiebeln. Ganz ehrlich, Christian fickt uns komplett weg. Ich meine, wir sind auch nicht schlecht, aber. Aber guck mal, sie müssen dann. Wenn es in die Älteren reingeht. Ja. Sie müssen halt erstmal immerhin die 13 hinkriegen, die wir haben. Also ich würde auch nicht mehr gehen, weil es fällt, glaube ich, auch keiner mehr ein. 13 ist schon ziemlich gut bei uns. Ich würde, ja, lass mit 13 gehen und dann ist gut. Ah. Okay, ihr habt noch 20 Sekunden. Mhm. Aber 20 alle, Sekunden noch. Aber ich glaube, also Bram und Sepp würdest du auch alleine besiegen. Ohne meine Hilfe. Du hast die doch gerade sogar noch aufgezählt, die Craig-Filme, wo ich doch schon am Schwanken war. Ja, aber das sind ja auch Stocken die letzten. War. Also die Zeit ist um. Das Witzige ist, Jay, ich meine sogar runter. Casino Royale war eine. So, ich zieh die anderen runter. Nochmal. Oh, ja, das stimmt. Ja, aber dann lassen wir mal das Thema. Okay, ja, alle sind zusammengekommen, um ihre Tipps abzugeben. Wer bietet denn mehr? Bram und Sepp starten mit einem Gebot. Ja, fang mal an. Ich sag mal, 11. Okay, direkt mit 11. 25 sind insgesamt gesucht. Was sagen Christian und Jonathan? Christian war richtig 15. Smart. 15. Ach du Scheiße. Christian war gut. 15, doch, sagt ja, Christian. Jay, lass ja, ey, Christian halt 15, macht das. Ihr kriegt halt 15 Punkte, dann ist okay. Ja. Wir haben halt keine 15. Das war uns vorher klar. 15 gehen an Jay und Chris. Ich glaube, Jay potenziell, wenn sie es schaffen. Ich weiß nicht, was die nächsten Kategorien sind, aber ich könnte mir vorstellen, das wird nicht mehr viel mit Filmen oder so zu tun haben. Ist gut. Ja, also aus jetziger Teamsicht finde ich es scheiße. Können wir gerne nochmal die nächsten Football-Filme und die nächsten Horrorfilme machen oder sowas. Halloween-Teile, was auch immer. Keine Football-Filme geguckt. Also da gibt's gibt es bestimmt zig, aber ich kenne glaube ich zwei. Also ich konnte 5 oder so aufzählen insgesamt. Den Rest hat Christian gemacht. Sehr gut. Gut, den Rest, sag also mir doch mal die. Ja, lass einfach von oben ohne Abwechsel machen, Jay. Fang mal an. Casino Royale. Casino Royale ist natürlich dabei. Ein Quantum Trost. Oh, macht ihr die jetzt sogar nach Reihenfolge? Nee. Skyfall. Bisher wär nach, ja, okay, bisher seid ihr voll drin in der Reihenfolge. So. Warte mal, ich muss mal hier 3 abziehen. Wir müssen noch 12. Spectre. Jawohl. Ich der war letzte. Richtig smart und habe einfach No Time Today aufgeschrieben, weil ich meinte Die. Time Today, weil wir gerade auch mal Die Another Day hatten. in der Besprechung. Also No Time to Die, das ist der neueste. Oder auf Deutsch Keine Zeit zu sterben. Was irgendwie ein bescheuerter Titel ist, finde ich. Ja, aber deswegen ich find, das ist so ein Klischee-Titel, Peter, weißt du? Der könnte, das ist exakt der Satz, weißt du, der Predator ist, weißt du? Hey, was ist mit dir los? Du blutest, Mann. Ich habe keine Zeit zum Bluten. Das ist halt so, ich habe keine Zeit zu sterben. Meinst du, der wird auch einmal von Daniel Craig gedroppt dann auch ja, im Film? Ja, bestimmt. Mit so einem richtig coolen Move. Ja, gut, kann sein. James Bond jagt Dr. No. Ah, Dr. No, stimmt. Okay, ja jetzt sind wir unten angekommen und ihr fangt oben wieder an. James Bond jagt Dr. No, der erste.
Ja, ey, da fällt natürlich Jonathan fällt jetzt hier Liebesgrüße aus Moskau ein. Hm. Ja, jetzt war's halt wirklich nach Reihenfolge, ihr Ficker. Liebesgrüße aus Moskau. Wir müssen uns nicht schämen, Sepp. Nee, glaube ich auch nicht. Goldfinger. Den hätten wir auch. Ja. Ja, ich fand die Diskussion so geil. Goldfinger, oder? Goldständer, nee, der hieß, oder? Das war doch aus den Powers, oder? Nee, aus den Powers hieß Goldständer. Ach, genau. Ja, wenn du bei okay. Gold bist, müssen wir Pierce Brosnan nehmen und dann das Golden Eye. Oh. Da kenne ich noch die Rocher-Werbung. Ah, schwach. Immer. Schwach jetzt hier, ja. Nein, das ist die Reihenfolge hier. Ja. Nee, schwach. Golden Eye, großes Nintendo 64 Videospiel. Oh ja, das war so gut. Das könnte man ein Remake haben, weil das kannst du wirklich so wie es jetzt ist nicht mehr spielen. Jo. Also ich kann mir das nicht mehr geben. Ich finde, das ist der beste Pierce Brosnan Bond-Film. Ja. Ich glaube, wir bleiben. Warte mal, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Ja, ich stirb an einem anderen Tag. Ist Die auch Pierce Brosnan. Another Day. Nein, der war von Madonna, der Song. Ja. Ja, da saß ich im Kino auf der Treppe, weil das Kino so voll war. Krass. Aber war geil, der Film. Das war mein erster James Bond. Fand den mega nice. Oh, nice. Das ist richtig Buch. Aber dann. Das ist doch mit Halle Berry, oder? Der war geil. Damals war halt James Bond. Ich weiß nicht, ob das immer noch so dieser krasse Publikumsmagnet ist, aber damals war das echt noch so. Der hat die Kinos, wie Jay schon sagte, so voll gemacht, dass du auf der Treppe sitzen musst. Und wir haben uns teilweise im Unterricht darüber unterhalten, wo dann ein Lehrer fragte: Und hat jemand schon den neuen Bond gesehen, weißt du? Ja, fand man ja auch mega geil. Jeder. The world is not enough. Die Welt ist nicht genug. Okay. Die Welt ist nicht genug. Jawohl. Auch ein Brosnan. Wir müssen noch 5, wenn ich mich nicht gehört habe. 3, 4, 5. Morgen stirbt der Fliesen von 8, Fleming. 9, 10, 11. Nee, wir müssen nur noch 4. So, was sagst du? Sind nicht alle von Fleming? Der Morgen stirbt nie. Ich habe nur über Brams Witz gelacht. Also, der Morgen stirbt nie. Jawohl. Jetzt müsst ihr noch 3. Octopussy. Jetzt ist eng. Ja. Octopussy. Das könnte halt auch 1:1 einfach aus den Powers Name sein. Könnte auch ein Horrorfilm sein, so ein B-Movie oder so. Ja, stimmt. Oh Gott. Also, Horror-Pornofilm mit 8 Armen. 2 noch. Ja, bin ich mal gespannt, Jay. Nimm mal. Ja, nimm ruhig meinen. Okay. Oder ich mach Jay den sagt, gleich. Ist dir egal. Einen mit Feuerteufel. Feuerteufel? Hey. Ich ja, meine, hier ist Gap einen mit Feuerteufel. Feuerteufel. Ich dachte, er hieß Feuerteufel. Hey, wann das nicht die dachtest Kickers? Du vielleicht, weil du mit Christian im Team bist, aber es gibt nicht James. Verdammt, es gibt nicht Feuerteufel. Ich habe keine Ahnung, warum ich das denke. Jay, das war TKKG. Es gibt ein, also, nee, Moment, ich gebe keine Tipps. TKKG und der Feuerteufel. Dann nenne ich der Spion, Tipps. Der mich liebte. Oh, ja, den gibt. Oh, ja. Oh, keine Ahnung. Das ist die Roger Moore-Zeit. Jetzt braucht er nur noch einen. Moonraker. Streng geheim. Ist der letzte. Und damit habt ihr hier ganz souverän 15 James-Bond-Filme genannt. Und der mit Feuer im Titel, der Good euch job, nicht mehr ganz eingefallen ist, der heißt nicht Feuerteufel, sondern Feuerball. Ach, oh, da sind das. Kids. Ja. So ein die Junge. Aber nah dran. Habt ihr noch welche? Junge. Wir hatten noch in tödlicher Mission, hatte Christian aufgeschrieben. Ja, in tödlicher Mission gibt's auch. Aber wenn ich mir das so angucke, Jade, dann ist da tatsächlich Geheimdienst zwischen Roger Moore und Pierce Brosnan, da kommt scheinbar dein Timothy Dalton. Keine Ahnung. Ah ja, den kenne ich auch. Den habe ich auch schon mal gehört. Timothy Dalton, ja, der hatte ja auch dann so eine richtig geile Rolle bei Hot Fuzz als der Bösewicht. Und der war 89 Lizenz zum Töten. War einfach nur, und das ist genau wie du richtig sagst, Christian, der letzte vor Pierce Brosnan. Stimmt. Die Lizenz zum Töten, ja. Ja, gute Pause da gemacht. Also. Nach Feuerball kam Man lebt nur zweimal. Geil. Nach Im Geheimdienst ihrer Majestät kam Diamantenfieber. Danach Leben und Sterben lassen. Nice. Danach hat vielleicht eine Waffe inspiriert bei GoldenEye. Der Mann mit dem goldenen Colt. Oh ja.
die 14, also nach Octopussy, kam im Angesicht des Todes. Und da hatten sie irgendwie so ein Thema, denn 15 war der Hauch des Todes. Mm. Und danach damit haben wir alle 25 James-Bond-Filme, die jemals veröffentlicht wurden, beziehungsweise einer wurde ja noch nicht veröffentlicht, keine Zeit zu sterben. Kommt der jetzt eigentlich dieses Jahr raus? Oder wie sieht das mal gucken. Ich hoffe sehen. Auch. Der wirklich letzte mit Daniel Craig. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Sei denn, dieser Geldsack hier kann ich nochmal umstellen. Daniel Craig war, ich fand Daniel, gut, ich habe auch eigentlich nur zwei, Bond. Ich hatte eigentlich auch nur zwei gefeiert von denen mit Pierce Brosnan und Dingens. Bond verändert sich halt durch die Filme, durch die unterschiedlichen Darsteller, was aber ganz schön ist, weißt du, so wenn du überleg mal, du hättest von, was hast du hier, 1962 bis jetzt 2021 hättest du immer den gleichen Typen. Mm, immer den gleichen Charakter. Der wird auch immer älter. Der ist super langweilig auch. Immer älter. Aber der halt auch, weil du hast mal, weißt du, der ist mal ein bisschen flapsiger oder der ist mal ein bisschen stilvoller oder, ne? Und das wäre langweilig. Aber was für ein Hype James Bond oder Craig ausgelöst hat mit Casino Royale. Das war ja dieser übelste Poker-Hype. Damals haben alle angefangen zu pokern. Ja. Ja, stimmt. Das war krass. Das war ein geiler Film. Okay, kommen wir zu Kategorie 2. Nachdem jetzt 15 Punkte an Jay und Chris gegangen sind, kommen wir zu Kategorie 2. Wir suchen die 27 Länder, die es laut Wikipedia gibt, die mit S beginnen. Wozu übrigens nicht Südkorea zählt, denn laut Wikipedia wird das aufgezählt. Laut Wikipedia? Korea, Süd. Ach so, wegen Nord, Korea Nord und Korea Süd, ja gut. Genau, es gibt auf Wikipedia eine Liste der Staaten, das ist auch einfach wikipedia.org/Liste der Staaten der Erde. Und in dieser Liste tauchen 27 Staaten auf, die mit S anfangen. Südkorea zählt nicht dazu. Und da suchen wir so viele wie möglich von euch von. Und dafür habt ihr 5 Minuten Zeit zu überlegen. Und jetzt ziehe ich euch raus, außer ihr habt noch Fragen. Nee. Gut. Bam, 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 bada, dam, bam, bam. Schweiz. Ich guck mal nach den Kleinen so ein bisschen. Was haben wir noch? Skandinavien. Ja, Skandinavien ist eine gute Idee, Gehirn. Schweden. Ja, Schweden! Was gibt denn noch? Also in Amerika. Gibt Mexiko. Was ist bei den Inseln denn so? Hat man Siam? Siam war doch hier. SI. Haben wir doch das geile React geguckt. War Siam? Ja, weiß ich nicht, aber egal. Aber Siam gibt's ja auf jeden Fall. Dann Südafrika? Ja. Wobei, das ist es. Ist nicht wie African South. Nee, wahrscheinlich nicht. Chile, Kolumbien, Brasilien, Argentinien. Ach so, wie heißt denn das nochmal hier neben Senegal? Korea? Ja, Senegal gibt's auch noch. Hier Stadtstaat hier in Asien. Singapur. Singapur. 3,5 Minuten noch. Das ist nice. Oh, ei. Peter, wie sieht denn so die Flagge von Swasiland aus? Was ist denn da ich drauf? Hab keine Ahnung. was haben wir denn? Der Südpol. Der Südpol ist auch schön. Alter, 27, wir haben gerade mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Holy shit, es fehlen noch 17 Stück. Ja, aber das sind dann halt auch. Okay. Walkout. Also Europa haben wir durch. Walkout. Ja, aber warte mal, Europa haben wir. Haben was sag ich denn? Durch, oder? Europa sind wir, glaube ich. Fällt uns bestimmt auch noch irgendwas nicht ein, aber. Ja, das kann sein. Also, dass wir was übersehen, ist ja 100%, aber. Nordamerika haben wir auch durch. Saudi-Arabien. Ja, Mann. Da ist er doch.
Was haben wir noch? Was ist denn da noch? Was ist denn in Südamerika noch? Also, ja, da habe ich nichts mit S gefunden. Bolivien, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Kolumbien, Brasilien, Argentinien, Chile, Peru. Also, Moment, Süd ja, ist. Achso, kein Südkorea wird. Okay, aber Südafrika gibt es natürlich, logischerweise. Ja, das heißt nicht Afrika Süd. Gabun. Kongo. Ja, Afrika finde ich ganz schwierig. Also, ich meine, Ägypten hast du oben, Marokko, Libyen und hier. Ja, Alter. Dingens. 1,30 habt ihr noch? Ja. Somalia kann auf jeden Fall noch stark sein. Dann hattest du schon. Wie lange Serbien? Hast du 1, Serbien? 15. Ne, Serbien habe ich noch nicht. Ist es Serbien oder ist es Serbien und Bosnien-Herzegowina? Nee, das ist doch nicht mehr so. Oder? Das ist auch nicht. Bosnien und Herzegowina ist doch mittlerweile selber, oder? Ja. Bin mir aber auch nicht so sicher, welche. Doch, Bosnien und Herzegowina ist eigen sein. Genauso wie Mazedonien. Da gibt's jetzt. Wie ist das? Ach ne, Nordmazedonien heißt das ja jetzt. Nicht Südmazedonien. Ja, gute Frage. Sri Lanka? Jo, Sri Lanka, auf jeden Fall. Da war ich sogar schon mal im Urlaub. Den hatten wir schon. Halbe Minute noch. Aus. Ja, kennst du diese? Ja. Sag mir mal, ob Samoa ein Land ist. Nein, sag ich dir nicht. Nee, Samoa ist, glaube ich, so ein Ding wie. Fuck, was ist denn also das? Wie Hawaii zu den USA oder was? Na, Hawaii ist, glaube ich, ein Bundesstaat. 10 Sekunden sogar. Habt ihr auf jeden Fall noch. Ja, aber dann ist das nur eine Region. Wie viel ihr bietet. Das ist so eine nicht. Ja, wir sollten gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 haben wir auf. Okay, 13 haben wir auf jeden Fall. Ja, da gehen wir ganz geschmeidig mit 13 und haben eventuell noch Samoa mit 14. Das heißt, wir bieten erstmal 10. Dann okay, ich ziehe euch sofort. 25. Frage. Okay, ich ziehe die sofort. Ja, alles cool? Ja. Alles cool. Ja. So, alle durch. Beziehungsweise sagen wir mal eher so, die 5 Minuten sind durch. Ja, ihr durch das seid. Passt besser. Das merken wir dann. Jetzt wird zuerst geboten von Jay und Christian. Jetzt haben wir uns gar nicht überlegt. Warte mal, wie viel geben wir denn am Anfang, Jay? 1, 2, 3, ja. Ja, wir können einfach eine. Ja, ist okay, nehmen wir das. 8. Okay, wir nehmen 15. Oh. Alter. Damn, son! 15. 15 ist das? Das kannst du nicht sagen, Jay. Du kannst auf 15. Also ja, ich habe das wiederholt. Also, entweder fallen uns jetzt noch welche ein, oder die haben auf jeden Fall 15 Punkte. Also bietet ihr mehr als 15 oder nicht? Christian, hallo? Du entscheidest. Also Christian entscheidet. Boah. Aber wir müssen ja eigentlich keinen Druck machen, oder? Vielleicht spielen die auch nur so, um uns kaputt zu machen. Das Problem ist, da müsste uns noch on the fly eins einfallen. Und wenn das nicht einfällt, kriegen die dann 15 Punkte oder die Hälfte? Dann kriegen die Hälfte. Ja, dann könnten wir das ja machen mit 16J, oder? Uns muss halt noch ein Land einfallen. Das ist halt dumm. Ja, vielleicht verarschen die auch. Warte mal. Ach, scheiße, habe ich schon aufgeschrieben. Ist gerade ein Land eingefallen, wo ich mir dachte, boah, jetzt habe ich... Ich glaube, die verarschen. Christian. Ach, da sollen sie probieren. Alles klar. 15 okay. Gehen direkt an Bram und Sepp. Da wurde nicht viel hin und her geboten. Wieder 15, so wie beim letzten Mal, nur diesmal fürs andere Team. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt habt ihr ja eingeloggt. Habt ihr 15? Wir haben sogar mehr. Oha. Das Blöde ist, wir haben halt 16, aber ich glaube, eins ist halt kein Land, sondern nur eine Region.
Deswegen macht ich bin mal echt gespannt, was uns da nicht eingefallen ist. Ja, dann Bram, Sebastian, bitte ich um eure Antworten. Slowenien. Slowenien ist natürlich dabei. Brauchen wir noch 14. Die Slowakei. Slowakei ist ebenfalls dabei. 13 sind noch nötig. Syrien. Syrien haben wir auch. Saudi-Arabien. 12. Alter, ihr seid ja hier. Moment, sag mal. Jetzt muss ich hier wieder in meine Liste hochscrollen. Saudi-Arabien ist auch dabei. Südsudan. Und wieder runter. Sudan. Aber Peter, deine. Südsudan. Sudan gibt's auch noch, Peter, beide, aber das, Südsudan und Sudan. Wie macht das denn überhaupt Sinn, Peter, da eine Auflistung zu machen? Tu die einfach irgendwo hin. Alphabetisch wahrscheinlich geordnet. Ja, da naja, ihr hattet ja bei den James Bonds ja quasi den gleichen Tipps, dadurch, dass es geordnet war. Deswegen sind die hier auch alphabetisch geordnet. Also, Südsudan. Und Sudan. Und Sudan. Jawohl. Schweiz. Die Schweiz haben wir ebenfalls. Mach du mal, ich versuche noch mal weiter zu überlegen, falls wir verkacken. Ja, Schweden. Schweden ist natürlich auch dabei. Ich bin gerade nur blind. Ach ja, es steht direkt über der Schweiz. 7 noch. Südafrika. Südafrika ist auch dabei. 6 noch. Was? Siam. Das wird abgeschnitten am Anfang. Ich tippe mal Siam. Also das Land ist Siam. Siam. S-I-A-M. Siam. Ist nicht dabei. Oh. What? Als Siam wurde bis 1939 das Land in Südostasien bezeichnet, das zum Großteil dem heutigen Thailand entspricht. Oh. Okay. Sehr gut. Musst du doch Siam ist müssen nicht dabei. Ein okay. X. Dann nehmen wir Senegal. Senegal ist dabei. Dann 5 haben noch. Wir Singapur. Singapur ebenfalls dabei. 4 noch. Alter, als nächstes Seychellen. Alter, what the fuck, Junge? Seychellen sind ebenfalls dabei. Endspurt, 3 noch. Spanien. Guck mal, ich hab noch einen. Da kamen wir leider sehr spät erst drauf. Spanien! Natürlich! Ist auch dabei. Noch 2. Dann Somalia. Somalia. Ist auch dabei. Noch 1. Serbien. Ja! Oh, das war's noch. Still. Oh mein Gott, uns fiel. Da haben wir noch Sri Lanka, wenn du noch mehr möchtest. Weg, Alter. Ja, was Sri Lanka ist, hier? Ist auch 1. Alter, ich wäre so absolut lost gewesen. Ja, Sri Lanka ist auch dabei. Da haben wir noch Swasiland und Simbabwe. Dann wäre unsere Liste fertig gewesen. Wäre euer zweites Kreuz gewesen. Da gab's doch nicht, okay. Weil Swasiland ist super gemein. Ist umbenannt worden jetzt. Ja, bis 2018 hieß es Swasiland. Ach, das war das. Heißt jetzt aber Eswatini. Stimmt. Wow. Was? Okay. Ja, Eswatini oder die Vollform Königreich Eswatini, Englisch Kingdom of Eswatini. Und dann fängt das mit E an oder mit S? Das fängt mit E an. Mit Eswatini. Eswatini, okay. Sorry, Bram, was hattest du Zimbabwe. Noch? Zimbabwe. Zimbabwe. Das wiederum wäre dabei, ja. Und das ist es, okay. Das war unsere Liste. Anderes was? Team, was hattet ihr noch? Suriname. Oh, Suriname. Suri was? Suriname. Suriname oder so, ja. Glaube ich, oder? Ja, Suriname wird es zumindest geschrieben, wie es ausgesprochen wird. Sambia. Jo. Sambia. Ich glaube, das Wort. Es müssen ganz viele noch mit Sa. Ja, ja, war ich nämlich auch noch so. Er hat selber auch geschrieben, gibt noch super viele mit SA. Ja, Sambia, jetzt habe ich. Muss ich natürlich oben gucken. Sambia wäre noch dabei gewesen, ja. Was hatten wir? Samoa noch. Also da meinte ich, das ist eine Region. Ja, Samoa zählt ist tatsächlich auch, ist ein unabhängiger Staat. Samoa gibt es. Ja, guck mal. Stimmt, als ihr davon erzählt habt, habe ich das nämlich auch gegoogelt. Der unabhängige Staat Samoa
kurz auch Samoa. Also eigentlich heißt er unabhängige Staat Samoa, aber in kurz heißt er Samoa. Ist ein Inselstaat in Polynesien. Ja. Na klar. Okay. Dann fehlten noch nicht mehr viele, also krass, Leute. Fehlten noch die Salomonen. Alle. What? Alter, was weiß denn ich? Also König Salomon ist doch noch anders, oder? Ja, der hat seine eigene Insel gegründet. Ja, das ist das, was unter dem Wasser. Das ist immer in den Riffen, da kriegst du die Salomonen. Der Salomonenfisch, der ist da ganz bekannt. Ist ein Inselstaat in der Südsee. Zählt zum Kulturraum von Melanesien und liegt östlich von Neuguinea. Die Salomon Islands. Melanesien. Ja, jetzt hab ich gedacht, was weiß ich. Dann haben wir noch San Marino. Ah ja. Oh, Lord. Oh, wie dumm, ey. Oh mein Gott. Sao Tome und Príncipe? Was ist das denn? Wait, aber das hab ich. Wer hat sich denn da einen Staat gekauft? Ist ein Inselstaat im Golf von Guinea, etwa 200 Kilometer vor der Küste Afrikas, westlich von Äquatorialguinea und Gabun. Aha, na klar. Äquatorialguinea, Peter. Ja, meine ich ja. Dann, jetzt fällt euch, das kennt ihr mit Sicherheit, Sierra Leone. Ja. Ja, scheiße. So, und jetzt kommen die Sankts. Bei Sierra Leone. Drei Sankts. Drei Sankts? Die haben diese Limettenfahne. St. Martinique. Also die hat oben so dieses Limettengrün. Das finde ich irgendwie, das erinnert mich immer an. Was ist denn mit Sand? St. Kitts und Nevis. Na klar. Ich habe noch nie gehört. Das ist ein unabhängiger St. Luca? Na klar. Und finde ich am besten. St. Vincent und die Grenadinen. Wie so ein Film. Das ist wie so ein Buch oder so ein Film. Klingt oder wie ein Film, ja genau. Weißt du, so Hot Fuzz, zwei abgewichste Profis. St. Vincent und die Grenadinen. Teil 2. Ist ein unabhängiger Inselstaat in der Karibik im Bereich der Westindischen Inseln. Da hat sich auch jeder einfach Commonwealth eine Insel of Nations. Haben wir drüber geredet. Über den Commonwealth of Nations. Genau, deswegen kenne ich St. Vincent und die Grenadinen. Puh. Ey, crazy, ey. Aber mehr war auch nicht drin, Bram. Nee, mehr war, ihr wart richtig, richtig stark. 15 Punkte, was mega geil ist, weil das heißt, wir gehen in unsere finale Runde heute bei Wer bietet mehr mit einem Ausgleich der Teams. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, was denn da gesucht wird. Die 30 besten Comicbuchhelden. Oh Mann, nee. Nicht wieder so eine Random-Liste. Nee. Wie mit den Cocktails, weißt du? So, was weiß ich denn, was IGN geil findet? Die haben sogar eine Top 100-Liste gemacht. Und ich sag jetzt mal so, Tipps an beide Teams. Mega. Das Squirrel ist Man ist nicht dabei. Das ist etwas. Squirrel man, Girl heißt die. Wo man ganz gut argumentieren kann, meiner Meinung nach, in den meisten Fällen, dass ihr jetzt nicht sagt, was ist denn das für eine Scheiße. Wobei das potenziell vorkommen sind kann. Sind Frauen auch dabei? Es sind auch Frauen dabei. Wenn wir von Helden reden, okay. Ja, auch Heldinnen. Nicht, und denkt vielleicht, auch Tipps an euch beide Teens, denkt vielleicht nicht nur an Leute mit Superkräften. Es gibt auch Comicbuchhelden. Quasi, die nicht die klassischen Superhelden sind. Was mit Anime, Manga hier? Nee. Okay. Nee. Hey, nur nicht, dass da nachher Son Goku oben steht oder so. Nix Manga. Okay. So. Ansonsten ist es in der Tat eine natürlich eher subjektive Liste. Nein. Ich gebe euch jetzt erstmal gemeinsam Tipps, damit ihr alle gleich stark seid. Und also es ist natürlich eine subjektive Liste, deswegen ein bisschen tricky, aber es geht jetzt hier um die Wurst, also verschiebe ich euch jetzt, außer ihr habt noch Fragen. Mhm. Nee. Gut. Dann. Ja, ich habe Fragen an Jay. So. Ja, okay. Dann läuft die Zeit sofort. Das ist schwer, Sebastian. Da kann man sich voll hart mit in die Scheiße greifen, weil dann stehen da irgendwelche Sachen nicht drauf, weil IGN irgendwie auf die Idee kam, den nicht zu werten oder so. Ich würde halt überlegen, ob man die einfach nicht lieber baiten sollte in den Tod. Ja, aber wir sollten ja trotzdem, also wir haben ja trotzdem, weißt du, bei Marvel kannst du ja schon die Hälfte mit reinnehmen, einfach. Und dann noch beim Justice League nimmst du noch ein paar dabei. Jetzt frage ich mich, Comicbuchhelden, sind die Transformers, sind das Comicbuchhelden? Weiß ich nicht, aber wenn wir es Optimus Prime. Ja, aber also zählen die dann irgendwie als Held? Keine Ahnung.
Ich habe auch schon drüber nachgedacht, ob die aus Entenhausen als Held zählen könnten. Darkwing Duck. Ja, sowas auch, ja. Ja, oder auch, zählt Donald, also Darkwing Duck ist ja noch zumindest noch ein Superheld, aber ist Donald Duck, ist der auch ein Comicbuchheld? Würde ich meine, jetzt nicht halt, sagen. Weil aber, es gibt aber so super viele, der hat ja auch hier Mysterio oder wie der da heißt, mit der, wenn er sich ja verkleidet mit Maske. Dann Mickey Mouse ist ein Detektiv. Das ist vielleicht das, was Peter meint, da kann man argumentieren. Hulk. Aber lass mal erstmal die Avengers nehmen, genau, Thor. Loki zählt, glaube ich, nicht als Held, eher als Anti-Held oder als Bösewicht. Wie gibt denn noch hier Ant-Man? 3,30 habt ihr noch. Wer haben wir denn noch Wenn du Joker wäre, die sie einfach nicht existiert. Gibt's noch was halt anderes außer DC und Marvel, ja, was wir nehmen könnten? Disney viele, auf jeden Fall. Was ist mit Tim und Struppi? Peter, wir haben uns eben gefragt, ob da immer nur Helden drin stehen oder ob da auch so was wie Joker drin sein kann, aber das wirst du uns wahrscheinlich nicht beantworten. Was ist mit sowas? Ja. Ist bestimmt auch ein Comicbuch. Aber, halt warte aber mal, wir haben dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Was ist mit einer Gruppe? Weißt du wirklich, Fantastischen Vier, Peter. Wie wird das gezählt? Immer einzeln. Was ist, Jay, da du Aquaman aufgeschrieben hast, was ist denn dann, ne, weil der ist genauso relevant, was ist denn mit Ant-Man? Oder Dr. Strange? Aquaman hat immer ein. Ja, klar, also wir reden von 30 Superhelden. Das wird hauptsächlich Marvel sein. Da gehe ich stark von aus. Wenn nicht, sind wir am Sack. Ja, das stimmt. Aber wir werden einfach gleich auf 1 bieten und dann sagen die halt was Neues und dann gehen wir halt immer einen drüber, bis wir gewonnen haben. Okay. Also, es geht ja nur jetzt einen Punkt mehr zu haben als die anderen. Würdest du sagen, wenn Batman dabei ist, ist auch Robin dabei? Ist Robin ein eigener Comic? Robin ist bestimmt auch. Aber von den anderen bin ich halt echt unsicher. Also, wenn sowas wie DuckTales da drin ist, so wen nimmt man denn davon? Dagobert? Ist Dagobert? Oder, oder Tick, Trick und Track? Na, ich würde schon Dagobert nehmen. Tick, Trick und Track wären zu viele. Ja, die werden ja also, du hast halt, stimmt. Wenn du die Donald Duck vielleicht noch. Dagobert Duck. Mickey Mouse. Hat einen Held. Nimmt man dann noch da? Oder nimmt man doch, du hast ja immer Katakalo als Gegenspieler. Da gibt es ja auch Spiele zu, wo der dann quasi so magische Fähigkeiten hat. Also Mickey Mouse ist Magier. Es gibt Magier Mickey quasi. Als Dingens. Schlümpfe? Papa Schlumpf? Jetzt kommt doch die Serie hier, gibt's von... Eine Minute habt ihr noch. Dings. Spider-Man, Captain America, Black Widow. Eine Minute habt ihr noch. Ja, wenn dann 14. Hulk. 10. Bis Green Lantern wären es 14, wenn du Charles Xavier wegnimmst. Ja. Dann lass doch mit 14 gehen und die danach machen und dann hoffen, dass die entweder, dass wir halt damit Glück haben oder halt die sich in den Tod stürzen. Da kann halt ein Crabbrei sein. Das ist halt wieder so eine Wundertüte hier mit dieser tollen Liste. Genau, weil zum Beispiel Darkwing Duck ist für mich safe ein Held, aber ist der unter den 30 Besten nach IGN. Ja. Das ist halt so super schwer. Was gibt es denn? Oh. Du. 10 Sekunden noch. Haben wir schon Captain America? 10 Sekunden noch? Ja, der steht da drin. Captain America, also erstmal nur Thor, die Iron Man, ja. Wer ist denn noch da oben? Wer ist denn Hauptteil? Okay, die Zeit ist rum. Black Widow? Oh, ich ziehe euch jetzt runter. Star-Lord. Ich ziehe die jetzt runter. 5 Minuten sind um. Das könnte jetzt interessant werden. Ja, ich glaube, das ist eine Liste, um einen zu verarschen. Ich glaube auch. Aber Jam, Christian, geben zuerst den Tipp. Also. Wie hieß der denn nochmal? Ja, 1. Ja, 1. Ja, gut, 1 macht ihr, dann machen wir 3. Machen wir 4. Machen wir 6.
7. Aber 9. 10. Aber 12. 13. Aber 14. 15. Ja, dann viel Spaß. Ja. Okay. Da ja, bin ich aber gespannt. Ist, also wenn, ja, 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 ja. Wenn, also die wenn die nicht halt hinkommen, hätten wir die 5 schon nicht geschafft. Ja. Das ist halt, das ist, also entweder wird es jetzt hier random Quatsch oder es wird halt vernünftig. Das haben wir auch gedacht. Gedacht, dass ihr bis 15 jetzt bei dieser Kategorie hochgeht. Bei aber warum? Alleine die Marvel und DC-Leute sind doch schon voll Fieber. Ja, aber wer weiß, ob wir den Top 30 sind. Ich glaube nicht, wir können ja mal uns vorsichtig nach vorne ziehen. Ich glaube nicht, dass das komplett Marvel ist. Sonst, also das wäre das nicht die Kategorie, sonst hätte Peter auch nicht einen Tipp gegeben, aber wenn da gar keine drin sind, dann hätten wir auch die 6 nicht geschafft oder die 5 oder was wir da geboten haben. Also von ist das auch nach der Reihenfolge der Abstimmung drin? Ja, also das heißt, die 1 ist der beliebteste Held von allen? Ja. Ja. Okay, ja, dann tasten wir uns mal vorsichtig mit Iron Man vor, würde ich sagen. Wenn der jetzt auf der 30 ist, dann sehe ich schwarz für euch. Der ist ja richtig. Also Iron Man ist dabei. So viel 31. Kann ich auf der 12. Ja, ist okay. Scheiße! Iron Man ist aber Iron Man suckt Iron auch. Man. Deine Batman. Mutter suckt aber alles. Batman. Batman ist wird deutlich über Iron Man sein. Beliebter. Ja, natürlich ist Batman auf der besser. 2. Als what? Ja, da musst du natürlich den coolsten von allen nehmen, Captain America. Oh Gott. Das ist erst der denn cool, dass Captain noch Captain America ist der coolste. Ja, der ist überhaupt nicht der cool. Der ist auf der 6. Ja! Sag ich doch. Wenn der in den Top 100 ist, ist eigentlich eine Frechheit. Wer ist der? Oh, da hat ein Mikrofon rumschild. Macht da gerade ganz lustige Sachen. Wer ist denn über Batman? Jay, da sehe ich nur einen von Disney, also hier sowas wie von den DuckTales oder so. Oder, als ob die Mickey Mouse Mickey über Mouse Batman genommen haben. Oder den Joker. Also was anderes kann ich mir da nicht vorstellen. Dann wird wahrscheinlich Superman sein oder Spider-Man. Nein, das ist nicht Superman. Ja doch, nehmen wir den doch mal. Spider-Man, Peter. Spider-Man. Der dürfte auch dabei sein. Ist die 3. Ist der? Das ist Superman auf der 1 von den Comics. Nein, oder? Ist das jetzt der Call? Also nicht, wo der ist. Also Superman wird safe unter den Top 30 sein, deswegen Superman. Superman. Damit habt ihr die 1. Oh nein. Ja, ja. Diese Liste ist einfach RIP, ey. Superman das ist einfach das langweiligste überhaupt. Ja, das mag doch sein, aber trotzdem ist der halt beliebt. Mhm. Also wir können aber davon ausgehen, dass wir dann noch die weiteren Marvel und DCs schon durchaus aufzählen können. Ja, ich wäre aber vorsichtig mit den Side-Charactern. So ja, aber wir können ja erstmal die Hauptcharakter. Wenn wir erstmal also die Filme haben, erstmal, würde ich auf jeden Fall machen. Wenn wir erstmal hier die wie heißt denn die Gruppe von DC? Wo Aquaman, Justice, Wonder Woman, Justice League. Muchliga, wenn wir die erstmal aufzählen, dann die Lappenliga. Und den closen Teil der Avengers. Dann lass einfach weiter, Peter, der unglaubliche Hulk. Hulk. Oder Hulk. Ja. Hulk. Hulk dabei. Hulk Smash. Ja. Auch ein Teil Iron Man. Ich möchte einmal festhalten, Iron Man ist auf der 12. Aber Hulk ist auch geil. Also die Story dabei ist halt auch. Ich hätte Iron Man viel höher gestellt. Pass auf, da müssen wir jetzt nochmal jetzt richtig Sepp den Gnadenstoß geben. Aquaman ist über Nein! Iron Man. Oh Gott. Oh, yeah. Ich glaube nicht, dass der höher ist. Ich hoffe, Aquaman der ist hat so mit Jason Momoa auf jeden Fall einen guten Schauspieler bekommen. Deswegen Aquaman ist er unter den Top 30. Ist euer erstes Kreuz. Ja, was? Danke! Jay hat's verdient, Scheiße. Jay hat's verdient. Du benutzt doch Aquaman einfach immer nur um irgendwelche Memes da. Wolverine, Peter. Ich kann übrigens sagen, dass Aquaman auf der 52 gewesen wäre. Nice. Wolverine. Zu hoch. Ja, Wolverine natürlich dabei. Wolverine ist die 4 sogar. Geil. Der ist auch geil. Also der ist. Stimme ich zu. Braucht der noch 8? Nehmen wir Thor? Ja, klar. Dann nehmen wir Thor. Die 7. Oh, was ist hier mit Guardians of the Galaxy? Ja, nehmt ihr jetzt Thor? Nein, wir nehmen Thor. Okay, sehr gut. Thor! Für Jay und Christian ist dabei. Auf der 14 übrigens. Unbeliebter als Iron Man. Der erste, den wir hier auf der Liste haben. Traurigerweise. Tja, und jetzt? Tasten wir uns jetzt einfach in was Neues vor? Oder nehmen die Frauen?
Nee, weißt du was, wir machen. Sollen wir einfach mal so noch einen neuen Guess machen? Ja, das Problem ist, wir haben schon ein Kreuz durch mich. Aber wenn du möchtest, machst können wir noch zwei Kreuze. Erst ab dem dritten Kreuz verliert ihr. Dagobert ja, Duck. Oha. Da bin ich jetzt auch gespannt. Dagobert Duck ist euer zweites Kreuz. Oh. Wir nehmen erstmal kein Disney mehr. Wie frech ist das denn? Das ist alles Disney, Jay. Alles, was da steht, ist Disney. Naja, also die... jetzt ist es halt... Mach einfach weiter, entweder stimmen die oder nicht, meine Fresse. Also ja, dann nehmen wir jetzt erstmal, wir nehmen Wonder Woman. Wonder Woman. Wonder Woman ist dabei. Guck mal, ihr habt die Top 6. Das ist auf wow. Der 5. Okay. Captain Marvel. Marvel. Captain Marvel. Puh. Oh, warte mal. Das sind ja immer unterschiedliche Leute gewesen. Mhm. Ja, Moment, ich muss mal kurz gucken, ob der auch anders heißt, wie der noch heißen könnte. Heißt immer Captain Marvel? Captain Marvel gibt es zweimal. Das sind immer unterschiedliche Leute, die heißen aber, glaube ich, aber immer Captain Marvel oder Marvel oder whatever. Wusste ich, dass es die mehrmals gibt. Gibt's ja von DC auch noch. Hat die denn auch noch einen anderen Namen? Nope. Oh oh. Oder wurde die einfach nur mit den Filmen eingeführt und gab's vorher nie? Da, Carol Danvers habe ich jetzt hier noch gesehen. Oder Fers. Oh, Moment. Ich gehe hier mal auf ganz Nummer sicher. Ja, aber das ist doch deine Liste. Carol Danvers? Da steht dann Carol Danvers drin? Nee, keine Ahnung, kann ja sein. Aber Captain Marvel habe ich halt nicht gefunden. Also gucke ich wenigstens doch alle Möglichkeiten ab. Vielleicht gibt's, wobei, da gibt's immer Comics von. Vielleicht kommt die aber, vielleicht gibt's keine eigenen Comics. Genau. Ob es überhaupt eigene Comics von Captain Marvel gibt. Oder ob der Charakter einfach nur bei anderen Sachen immer wieder vorkommt. Ja, würde mich jetzt wundern, wenn nicht. Nee, da gibt es eigene Comics. Fuck, das ist so eine richtig rigged Liste, ey. So eine Scheiße. Also, Captain Marvel, wir haben jetzt alle Möglichkeiten rausgesucht, haben sie nicht gefunden. Ja, und damit ist das euer drittes Kreuz. Also gar nicht Liste, auf der Liste. Gar nicht. Nicht mal in den Top 100. Die Liste gestern wäre sowas wie Rick Grimes oder so noch gewesen. Ja, Rick Grimes wäre dabei gewesen. Ah, krass. Ja, okay, Grimes. Dann ist der... Pass auf, ist der Mickey Mouse dabei? Hier, Zombie-Hausen da. Von The Walking Dead. Walking Dead. Mickey Mouse? Nee, gar nichts. Kein lustige Taschen. Lustige Taschenbücher sind hier, glaube ich, nicht als Comics gesagt. Sondern eher diese klassischen Comics, so. Was sind denn die klassischen Comics? So? Radioactive Man. Von der cool. Squirrel Girl, komm schon. Also was wir sonst so aufgeschrieben hatten, waren halt so diese klassischen Charaktere. So Catwoman, ist ja, Joker? Catwoman wäre noch dabei. Joker ist nur die Frage. Ist Joker keine Bösewichte. Ah, das ist aber frech. Ja, Suicide Squad, dachten wir halt. Ant-Man, Doctor Strange, die ganzen MCU-Leute halt. Black Panther. Ja, das ist alles viel zu schnell. Ich kann auch einfach mal die Liste durchgehen. Geh einfach mal durch. Pass auf der 30 wäre gewesen Green Arrow. Boah, da kommt bestimmt auch Green Lantern. Ja, den Schmutz. Haben wir sogar. Ja, Green Lantern kommt, weißt du, wo der ist? Auf der 7. What? Alter. Hast du jemals ein Comicbuch davon gelesen? Die Filme Comics mögen scheiße gewesen sein, aber die Comics waren halt beliebt. Ich hab nie eine grüne Laterne gelesen, Peter. Nie. Ja, wirklich, seine Superkraft ist halt eine fucking Martins-Laterne. Ich hab immer damals die Mickey Maus geholt, damit ich das coole Gadget davon krieg. Und nicht um die Scheiße zu lesen. Warum hast du nicht das Yps-Heft geholt? Das war zu intelligent. Das hab ich mir nie geholt. Okay, auf 29 haben wir John Constantine. Oh nein! Who the fuck is John Constantine? Hä, Peter, kennst du nicht Constantine, den Film mit Keanu Reeves? Ja, aber ich glaube, der ist nicht. Der hat Gott. John Constantine. Wenn ich nach John Constantine google, ist das eine Figur aus der US-amerikanischen Horrorreihe Swamp Thing. Jo, geil. Und hatte den ersten Auftritt in Swamp Thing 25. Aber der sieht zumindest so aus. Also geht es so in die Richtung, oder? Ja, ich weiß nicht, ob das miteinander zu tun hat. Wir haben alles richtig gemacht. Entsprechend dazu kommt auf der 28 Swamp Thing. Okay, was ihr jetzt aber wieder theoretisch hättet wissen können, wäre The Punisher. Der heißt also Punisher. Oh, stimmt, The Punisher muss man wissen. Dann ist auch Hellboy dabei. Ah, nee, oder? Ja, Hellboy ist die 25 sogar direkt. Kachbum-Ente. Nee, auf der 24 ist Yorick Brown.
Was ist mit Spawn oder The Crow? Warte mal, ich muss mal kurz. Achso, Yorick Brown scheint aus Y The Last Man zu sein. Okay. Ah. Hat auf fast der so viel Verkauf wie die Bibel. Ja. Jeder. Also ich tippe noch auf The Crow, Spawn und hier, wie heißt denn der mit dem Schädel, mit dem Motorrad fährt, was Nicolas Cage da Ghost Rider. Ghost Rider, Ghost Rider. Auf Anhieb sehe ich die alle drei nicht tatsächlich in den fehlenden. Alle Tipps wieder weg. Auf der Deadpool. 23 haben wir noch Raphael von den Ninja Turtles. Nein. Ja, natürlich. Wait, dann kommt noch Leonardo, Donatello. Nee, das ist der einzige Ninja Turtle in den Top 30. Wie kann man den Raphael nehmen? Das ist der Muchturtle. Raphael ist schon der Zweitcool. Raphael draufsteht. Leonardo ist ja wohl mit Abstand der Coolste. Die anderen noch. Warte, Leonardo ist überhaupt nicht der Coolste. Das ist ja der Langweiligste. Die Ratte ist aber. Der hat nur einen Katana. Du hast gar keine Ahnung. Raphael ist der Langweiligste. Und der eine hat Stöcke und der andere hat einen Stab. Ja, Leonardo kommt nicht mal in den Top 100 vor. Wie hießen die anderen zwei nochmal? Donatello und Michelangelo. Donatello, kannst du mir Kunstunterricht ganz gut merken, Peter. Ja, gibt ja mehr als die vier in der Kunst. Ja, nee, das haben wir bei uns im Kunstunterricht gehabt. Weißt du, da ging es um die Aufzählung von denen. Und dann kam hinten aus der letzten Reihe kam. Und wer war Schredder? Okay, auf der 22. So, das ist jetzt wieder einer, den man auf jeden Fall hätte, theoretisch, Professor X. Wer ist das denn? Ja, X-Men. X-Men. Ach, Professor Xavier. Ja, genau. Ja, okay, keine Ahnung, Professor den X. Den haben wir sogar gehabt, ey. Ja, habe ich bei euch gehört, ja. Die Besetzung von dem ist natürlich in den Filmen auch mal erstklassig gewesen. Ja, ne? Also, das stimmt. Der war auch nice, wenn ich fühlt. Comics kenne ich natürlich nicht. 21 ist The Spirit, kenne ich auch schon wieder. Alter, das ist ein Pferd. The Spirit of the Hawk. Ja, wahrscheinlich ist das Lied über den. Oh, da gab es mal einen Film zu, den habe ich, glaube ich, sogar mal gesehen. Ja, sag ich doch, mit dem Pferd. Ach, holy shit. Natürlich, Alter, das war Black Beauty. Nee, nix mit Pferd. So, auf der 19. Alter, der sieht aus, als wäre der. Von wem ist 300 nochmal? Ja, natürlich, James Gordon. Ist das der Polizeityp? Das ist doch Gordon Ramsay, oder? Der Polizeidetective aus. Frank Miller, natürlich. Das ist mal der Kammer. Dann ist Robin aber auch dabei. Ja, Robin ist dabei. Aber da sind wir jetzt noch nicht. Ey, Peter, jetzt weiß ich auch, warum du The Spirit geguckt hast. Wieso? Weil ist Scarlett nicht mit dabei. Ja, das kann natürlich sein. Aus den Fantastischen Vier ist übrigens der beliebteste aus den Fantastischen Vier. Das ist das der Felsbrocken? Ja. Ja. Oder? Hätte ich jetzt getippt. Leute, Samuel L. Jackson spielt da auch mit. Ja, das ist voll der strange Film. Ja, aber der ist von Frank Miller. Also ich glaube, ich muss ihn mal gucken. Barbara Gordon, da hätte ich übrigens auch Batgirl zählen lassen. Dann Rorschach aus Watchmen, falls ihr euch erinnert. So. Rorschach, ist das nicht ein Test Ort? Auch. Der Rorschach-Test. Ja, der Rorschach, daher kommt die Benennung von dem Charakter auch oder der Figur. Auf der 15, da bin ich komplett lost. Dream of the Endless in Klammern Morpheus. Ich habe danach gegoogelt, aber das ist nicht der Morpheus aus Matrix, sondern das ist halt. Irgendeine komische Comicserie, die ich nicht kenne. Keine Ahnung. So, ab jetzt kommen nur noch welche, die theoretisch, rein theoretisch, ne? So, wer fällt euch aus X-Men noch ein? Ganz viele. Die Sturmfrau. Panda. Storm. Jay. Magneto ist Börde. Böse. Sturmfrau. Wie heißt denn die alte noch hier, die eine, die man Sturmfrau ist Storm. Cyclops. Wie hieß denn? Cyclops hat ja wohl gesagt. Wie hieß denn die alte, die so durchdreht, die von Wolverine Phoenix. Da die alte ist? Ja. Doch. Jean Grey, aka Phoenix, aka Dark Phoenix. Genau. Stimmt, Jean. Das ist die Sophie Turner spielt in den neuen Teilen. Ja, in den ersten Teilen ging die mir voll auf die Eier, weil die immer nur Stress geschoben hat. Ja, die Reihe war voll anstrengend. Hat. Immer so, oh, mir geht's so schlecht. Gewesen, ich bin voll krass. Auf der 11. Robin. Die sich. Was ist denn mit der, die sich verwandeln kann, Peter? Nee, bei X-Men sind wir jetzt durch. Echt? Ja. Wir haben noch zwei. Schwach. Ah, du meinst, ich weiß, wen du meinst hier. Mystique. Ja. Ja, die ist, glaube ich, eher Bösewicht auch, oder? Mhm. Ja. Ja, das ist immer so hin und her. Auf der 10 haben wir Daredevil. Ui. Dann Deadpool. Deadpool auf aber der 8. auch noch. Ja, nee. Auf der 8 Flash. Flash hat auch. Ach, guck mal, Flash, ja.
Wally das West. Sind die Top 30 und damit gehen... Wally fehlt. Wally fehlt. Damit gehen nochmal 8 Punkte so. An Bram und Sebastian, womit ihr diese Folge Wer bietet mehr nice, Bram. Für schön. Euch entscheidet. Bisschen schwach good natürlich, job. Dass da so viel Side-Character drauf sind. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die dann irgendwann mal ihren eigenen Comic gekriegt haben, ja, aber... Ich glaube nicht, ich glaube so... Also Raphael von den Ninja Turtles, ja, also bitte, egal ob man den jetzt gut findet oder nicht, weißt du, aber... Schade. Ich glaube so dieser Detective von Batman, ich glaube nicht, dass der einen eigenen Comic hat. Mit Sicherheit. Das ist, finde ich, auch ein Stretch zu sagen, der ist ein Comicbuchheld. Aber er taucht da auf, Ich würde sagen, die Hälfte Mickey der Maus. Liste sehr, sehr schwierig. Ich habe die andere Hälfte vielleicht. War trotzdem sehr interessant. Nächstes Mal nehmen wir einfach mal die Liste von irgendwie der zweiten Reihe. Ja. Oh, das vielleicht finde ich auch eine gute Idee. Weißt du, so die können ja, ich möchte gerne die PC-Spiele der zweiten Reihe haben. Ja. Und die von Andy. Ich biete 0. Richtige Antwort. Okay, wir danken vielmals fürs Zuschauen hier heute bei der neuesten Folge Wer bietet mehr? Spaß hat's gemacht, euch hoffentlich auch. Ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao. Tschüss.